erfolgreicher Zehnkämpfer. Mich würde das brennend interessieren, wie bist du zum Sport gekommen? Das ist ja jetzt nichts, was man eigentlich sagt, ich bin ein kleines Kind und ich möchte jetzt Zehnkampf machen. Also zehn ganz unterschiedliche Disziplinen. Wie bist du dazu gekommen? Ganz am Anfang habe ich mit Fußball angefangen. Familie war auch immer ein großer Fußballfan. Mit 4 Jahren direkt in den Verein und habe da auch lange gespielt. Durch meinen Vater, der Berufssoldat ist, sind wir oft umgezogen. Das heißt aber auch viele Vereine gehabt. Letzten Endes habe ich dann im Fernsehen irgendwann mit 10 Jahren gesehen, boah, da laufen welche in einem Riesenstadion, richtig schnell. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Zehnkampf war. Ich glaube, das war sogar 400 Meter nur. Da habe ich gesagt, Mama, das möchte ich bitte auch machen. Meld mich mal in so einem Verein an. Schön. Und dann habe ich es ein bisschen parallel gemacht. Fußball, auch nicht ganz unerfolgreich. Da habe ich Bezirksliga gespielt. Das war, glaube ich, die zweithöchste Liga damals mit 14 oder 13 noch. Und Leichtathletik war auch so semi-erfolgreich. Also bei meinen ersten deutschen Meisterschaften war ich Vorletzter. Also ich kann nur jedem empfehlen, dranbleiben. Also es kann sich lohnen. Und wie ist das, wenn ich zum Beispiel irgendein sehr spezielles Ereignis habe? Ist es eine Hochzeit, eine Beerdigung oder sonst was? Und ich schreibe das wirklich in dieses Adams-System rein. Die Kontrolleure sehen das ja dann. Können die darauf Rücksicht nehmen? Ja, also das ist ja genau das Ziel, was wir sagen. Wir wollen über dieses Adams-Tool mit dem Athleten, mit der Athletin in den Kontakt treten und ein Stück weit stiller Unterstützer des Tagesablaufs sein. Wir wollen ja nicht, dass das Thema Meldepflichten dazu führt, dass man sich nur nach diesen Meldepflichten zu richten hat, um nur von der einen Dopingkontrolle zur nächsten zu gehen. Und dann andersrum soll es sein. Die Kontrollplaner sollen in die Situation reinversetzt werden, wann ist der Athlet tatsächlich erreichbar und wann eben auch nicht. Dafür gibt es diese Nachtzeiten, diese Nacht- und Ruhezeiten. Dafür gibt es in der Tat die Möglichkeit, Eintragungen zu machen, wo ich sage, ich bin in sehr persönlichen Sachen unterwegs, bei einer Hochzeit, bei einer kirchlichen Veranstaltung, Taufe oder was auch immer, oder Beerdigung, und da passt es dann eben nicht. Ja. Darauf wird Rücksicht genommen. Wenn es nicht drinsteht und es passiert dann, das sind eben diese Fälle, die dann auch eben kamen, zuletzt auch bei uns ja in Deutschland im Handball, dass ein Kollege sagte, er war auf der Hochzeit, ja, aber wenn es nicht einträgt und der Kontrolleur, und wir planen dann, dann sehen wir es ja nicht. Dann ist es Fakt, dass die Hochzeit war, aber wir wussten es halt nicht und dementsprechend konnte das nicht berücksichtigen. Ja. Ich habe auch schon ein paar Fälle erlebt, aber ich bin mir natürlich nicht sicher, wie die Athleten das eingetragen haben. Der eine war in der Abiturklausur und wurde dann rausgezogen. Also wenn er dann an dem Tag drinsteht, er ist in der Schule oder er ist an dem Ort und er gibt uns nicht den Hinweis darauf, dass an dem Tag eine wichtige Klausur ist. Dann keine Chance. Was er nicht muss, aber andererseits kann er dann nicht erwarten, dass wir dann hell sehen und sagen, an dem Tag passt es dann nicht, weil gerade eine Klausur ansteht. Ne? Also umso mehr über dieses Tool tatsächlich kommuniziert wird, und man kann ja auch kurzfristig kommunizieren, das ist auch zu berücksichtigen, umso besser ist es natürlich. Ja. Umso mehr läuft es natürlich auch im Sinne vom Athleten oder von der Athletin. Und das ist unser Ziel. Wir wollen das nicht zu einem Selbstzweck, dass wir Daten brauchen oder dergleichen, sondern es geht darum, eine Kontrolle durchzuführen. Ja. Und ich ärgere mich über jede Kontrolle, die nicht funktioniert hat. Das sage ich auch ganz klar, weil da hat es dann irgendwie nicht zusammengepasst beim Athleten oder bei der Kontrollplanung. Also von daher, wenn die Kontrolle funktioniert, dann ist alles gut und im Sinne dann auch der Sportler. Ja. Aber du bist ja schon ein paar Jahre auch in dem höchsten Testpool, auch international. Ne? Genau. Ja. Also wie nimmst du das denn wahr bei den Kolleginnen und Kollegen, die da mit dir am Startblock stehen oder sich vorbereiten? Da haben wir auch öfters mal gehört, dass der eine sagt, Mensch, also ich bin noch gar nicht kontrolliert worden in diesem Jahr und du sagst mir, heute Morgen um 6, ich bin ein bisschen müde. Der Kontrolleur stand bei mir auf der Matte. Ne? Also wie ist das? Wie nimmst du das wahr? Also je nachdem, in welchem Land man sich befindet und mit wem man halt sich unterhält, ist das wirklich so der Fall. Wir waren jetzt bei den Weltmeisterschaften in Eugene. Dann fragt mich der Dopingkontrolleur in dem Fall, ist das deine erste Kontrolle in diesem Jahr? Dann fange ich nur an zu lachen und sage, nee, das ist ungefähr die 10. Kontrolle. Nein, das kann doch gar nicht sein. Ist so, natürlich. Ist das nicht international genauso geregelt? Und dann kann er sich nicht vorstellen. Und es ist halt wirklich unterschiedlich. Oder einer unserer Mitstreiter hat er dann auch sich über Instagram beschwert, dass er jetzt Blutraub kurz vor dem Zehnkampf bekommt. Fand ich dann auch sehr unangemessen. Wir mussten ja alle zur Kontrolle. Und man sieht halt wirklich die Unterschiede international noch. Und ich glaube, da ist noch ein bisschen Potenzial, dass man das verbessert. Aber es hängt natürlich auch ein bisschen natürlich mit den Geldern ab, wie viel da investiert wird von den Regierungen. Und ich glaube, wie einfach die Gesellschaft dahinter steht. Ja, aber ich finde schon, also gerade in diesem internationalen Kontext, natürlich lässt sich darüber streiten, wie viel Geld tatsächlich ein Anti-Doping-Kampf effektiv macht. Aber ich finde schon, dass wenn man international im gleichen Level unterwegs ist und ihr seid ja im Zehnkampf eine kleine Truppe, ich sehe das ja immer, das finde ich ja immer gut, am Ende des Zehnkampfs liegen sich auch alle in den Armen und sind alle wirklich happy, dass sie es überstanden haben und alle da sind am letzten Tag.
Und das zeichnet ja auch hier den Sport erstmal aus, ja, dass diese Gruppe, die international zusammenkommt, tatsächlich dann auch auf dem gleichen Level ist. Und dann keiner sagen kann, hey, ich war die letzten 2 Jahre gar nicht dran, ich weiß gar nicht, dass es hier Blutkontrollen gibt. Und der andere sagt, 10, 12, 13 Mal, gar kein ja. Problem. Also das sollten wir schon, und da werden wir uns auch weiter für einsetzen, dass wir das international darstellen. Ich glaube, in Europa passt es ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wie es jetzt in München war, aber ich glaube, da sollte es eigentlich ganz gut funktioniert haben. Da waren wir auch viel verantwortlich. Aber international ist es natürlich dann nochmal das Ziel zu sagen, ey, bei einer Weltmeisterschaft, das muss gleich sein. Und es muss ja. im Vorfeld gleich sein. Beim internationalen Verband, in Abstimmung mit den NADOs, mit den jeweiligen nationalen Antidoping-Organisationen, das muss ein Konzept geben. Und da ist man aber in der Leichtathletik auch schon sehr führend, muss man sagen. Also das kriegen wir auch mit. Da ist die Leichtathletik schon seit Jahren ein Vorreiter, auch in Deutschland. Versuchen sie da mit uns möglichst viel auch an Tests durchzusetzen und umzusetzen. Also das sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Aber es gibt Sportarten und es gibt auch Bereiche, wo das eben noch nicht so ist. Und da gebe ich dir recht, das sollten wir in Zukunft besser machen, klar. Aber hängt natürlich auch immer von dem Geld ab, was da zur Verfügung steht. Also wenn natürlich die Regierung von sich aus sagt, ja, da, wir haben jetzt große andere Probleme, soziale Probleme, gesellschaftliche Probleme, natürlich der Anti-Doping-Kampf nimmt dann natürlich ein bisschen ab, sage ich mal. Insbesondere jetzt in den Schwellenländern, insbesondere jetzt Afrika, Südamerika, vielleicht auch noch Teile von Asien. Ich glaube, da ist der Anti-Doping-Kampf dann doch auf einer anderen Agenda und recht weit unten noch im Haushaltsbudget drin. Richtig, aber auch da geht es ja darum zu sagen, wenn die Athletinnen und Athleten international an der Startlinie stehen, dann ist es erstmal das Gleiche. Dann ist es erstmal völlig egal, wie dann möglicherweise die Situation im Land ist. Aber klar, es ist natürlich schwieriger, dort regelmäßig dann Trainingskontrollen auch in dem jeweiligen Land durchzuführen. Aber das ist halt das, was wir auch mit Kooperationen, Partnerschaften gesehen haben, dass wir in Kenia zum Beispiel versucht haben, auch mit anderen Anti-Doping-Organisationen tatsächlich dort noch so eine Art Entwicklungshilfe zu leisten und auch zu unterstützen, um dann auch Gelder oder Maßnahmen besser aufzuzahlen. Wir selber haben das zum Beispiel in Kasachstan gemacht, jetzt nicht für die Leichtathletik, aber auch für andere Sportarten, da meistens im Kraftsport Gewichtheben und dergleichen, um da im Endeffekt zu unterstützen. Wir haben auch vor einigen Jahren auch mit der Ukraine mal zusammengearbeitet, um auch dort, gerade Ukraine ist auch ein großes Leichtathletikland, auch dort nochmal ein höheres Setting zu erreichen. Also deswegen, das ist schon das Ziel, aber es ist halt schwer. Du hast völlig recht, es dauert und hat natürlich durch den äußeren Impact, den man jetzt hat, Corona, Kriegssituation in Europa, natürlich auch nochmal ganz andere Herausforderungen. Klar. Ja. Aber wie sieht das denn eigentlich aus? Also wäre es nicht möglich, so ein Konzept zu entwickeln, das einfach Gelder gesammelt werden in einem großen Pool und letzten Endes davon die Dopingkontrollen finanziert werden, auch international gesehen, dass man da wirklich sagt, okay, jeder Athlet muss mindestens 2 Kontrollen haben, damit er bei den Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, ich glaube, in Olympischen Spielen ist es mittlerweile sogar der Fall, an den Start gehen darf. Genau, und das ist auch das, was der internationale Verband, was gerade das IOC dann ja auch vorgibt für die größten Veranstaltungen, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele. Ja, darunter wird es enger, ne? Also Europameisterschaften, Kontinentalveranstaltungen, deutsche Meisterschaften und regional, da bist du schon nicht mehr in diesem Bereich unterwegs. Ja. Aber das Ziel ist es und die Leichtathletik macht das in vielen Bereichen auch schon genau so. Die sammeln halt über diesen internationalen Verband. Ja. World Athletics hat auch mittlerweile ja ein eigenes Anti-Doping-Programm mit der AIU. Das läuft gut, das läuft hervorragend. Auch für München haben wir uns da wirklich eng ausgetauscht und geguckt, dass wir da Synergien finden. Das läuft, also das ist auf einem guten Weg, aber es ist halt leider im Moment nur eine Sportart, natürlich eine prägnante und auch eine für Olympische Spiele prägende, aber wir haben alleine ja schon in unserem höchsten Level auch nochmal 8, 9 andere Sportarten, Triathlon, auch die Kraftsportarten, auch die Wintersportarten sind für uns noch zentral, Schwimmen. Also von daher, da würde ich es mir wünschen, dass es nochmal ähnlich geht wie in der Leichtathletik und dass man am Ende dieses gleiche Level hat, wenn man bei einer Weltmeisterschaft oder Olympischen Spiele und darunter auch antritt. In Deutschland ist eigentlich die Beweispflicht liegt eigentlich beim Ankläger. Und ich glaube, im Sport gibt es eine Beweisumkehrlast. Ja. Wie kann das denn sein, dass wir da ein anderes System haben? Also letzten Endes ist es doch für den Sportler, sagen wir mal ehrlich, finanziell ist das wirklich sehr schwierig für die meisten Individualsportler, überhaupt den Sport zu finanzieren. Und dann noch darauf zurückzugreifen, okay, ich brauche eine Rechtsschutzversicherung, ich muss jetzt mich irgendwie organisieren. Wäre es dann nicht sinnvoller zu sagen, okay, der Ankläger muss wirklich erst auch nur beweisen, dass es zu diesem Verstoß gekommen ist? Absolut, bin ich bei dir. Das Thema ist ja, dass der Sport sich diese Regeln gesetzt hat. Und er hat gesagt, in der Anti-Doping-Bereich ist es unheimlich schwer, eine Beweisführung zu gestalten. Da möchte ich zumindest den ersten Anschein anders darstellen. Also wenn ein Analysesystem, was lückenlos beweist, dass das aus dem Körper des Athleten, also Blut oder Urin, eine Flüssigkeit war,
die analysiert wird und die dann letztlich in diesem Analyseprozess zeigt, dass da eine verbotene Substanz drin war. Dann ist das dieser erste Anschein, der sagt, da ist ein möglicher Dopingverstoß. Ja. Und der ist der Trigger, der ist der Anlass, zu sagen, ich gehe jetzt in ein Ermittlungsverfahren. Also das ist quasi der Anscheinsbeweis oder beziehungsweise der Ausgangspunkt von Ermittlungen. Natürlich ist das jetzt so über die Jahre hinweg konsolidiert worden, dass man sagt, wenn das Ergebnis da ist, dann bist du direkt schon, bist du Dopingsünder. Das ist letztlich der komplette Ausgang oder beziehungsweise die Situation, wie es dann auch in den Medien dargestellt wird, ein Dopingverstoß ist direkt immer Highlight. Ja, das ist direkt immer, oh, da hat einer eine positive Probe. Deswegen versuchen wir ja auch so lange wie möglich dieses Verfahren eben nicht öffentlich zu gestalten, damit immer genau das auch passieren kann, dass jemand sagen kann, hey, sorry, Freunde, ja, ich habe hier Nahrungsergänzungsmittel oder was auch oder gutgläubig vom Arzt oder was auch immer. Also, dass dieser ganze Sachverhalt dann auch eins zu eins und direkt aufgenommen werden kann und dann auch berücksichtigt werden kann. Die Vergangenheit zeigt eben, dass also bei allen oder bei vielen Geschichten, die da tatsächlich drumherum waren, eben nicht dazu führte, dass es entschuldigt werden konnte, weil es eben auch ein klassischer Dopingfall war. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Ne? Aber es gab eben auch mehr und mehr Fälle, auch aktuell, die das dann tatsächlich entkräften könnten, wo dann also wirklich nur ein rein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen wurde, wo es dann wirklich eine ganz, ganz kurze Sperre war, möglicherweise auch gar keine Sperre. Ja, du kennst das selbst, ja. Wenn du ein Fehlverhalten gemacht hast, ist eine Graduierung möglich. Ja, wenn ich es vorsätzlich gemacht habe, muss natürlich auch eine harte Sanktion da sein. Wenn ich irgendwas aus Schusseligkeit, weil ich mich an Regeln nicht gehalten habe, gibt es wahrscheinlich auch irgendwie eine Strafe, aber die darf dann oder muss dann ganz anders aussehen. Und das ist der Punkt. Und das ist auch genau der Punkt, warum ein Anscheinungsbeweis wichtig ist, überhaupt in eine Ermittlung zu kommen, um überhaupt mal zu gucken, wo ist da möglicherweise ein Dopingverstoß. Aber genauso gebe ich dir absolut recht, dass es verhältnismäßig sein muss und ausgeglichen. Und wir haben da einige Punkte ja auch in den letzten Jahren eingeführt. Wir haben Prozesskostenhilfen etabliert bei einem Sportschiedsgericht. Also da bezahlst du nicht mehr als 150 Euro und kannst dir jeden Anwalt nehmen. Mhm. Kannst dann also auch die Überprüfung der Proben vornehmen lassen, also sogenannte Documentation Package heißt es. Also du kannst dir diese ganze Administration von diesem Vorgang geben lassen und dann entsprechend auswerten. Auch da hat ja mit Athleten Deutschland jetzt mittlerweile ja auch eine Unterstützung stattgefunden. Da sind wir auch im engen Kontakt, auch juristisch dort zu unterstützen. Also wir versuchen da schon, auch gerade in diesen Bereichen, auch wenn wir dann möglicherweise in einem Verfahren auf der anderen Seite stehen, trotz alledem eine Chancengleichheit herzustellen. Ja. Dass wir sagen zumindest, es soll nicht daran scheitern, dass der Athlet nicht die Chance hatte, alles vorzubringen. Ob am Ende des Tages es reicht oder ein Gericht dann entscheidet, dass es doch ein Dopingverstoß war, der zu sanktionieren ist, das ist eine andere Geschichte. Aber das ist ja letztlich das, was wir bei einem staatlichen Gericht dann auch hätten. Ne? Da hat man auch die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Und am Ende des Tages wird ein Gericht entscheiden, ob man der Sache schuldig ist oder nicht. Und wir haben jetzt auch ganz neu in Deutschland auch das Anti-Doping-Gesetz. Und wie sieht das eigentlich aus? Man hat ja letzten Endes schon mal das Berufsverbot, wenn es zu einer Sperre kommt. Also sprich, der Sportler darf nicht mehr seinem eigentlichen Job nachgehen, wird für 2 Jahre oder sagen wir mal irgendeine Zeitraum gesperrt, aus welchen Gründen auch immer, und kann dann nochmal vor Gericht auch nochmal belangt werden. Wäre das nicht irgendwo eine Doppelbestrafung? Haben wir am Anfang auch in die Überlegung mit reingenommen. Aber auch da muss man sehen, das sind zwei unterschiedliche Stränge. Du hast dann einmal den sportrechtlichen Strang, das ist ein Regelwerk, was sich aus dem Sport heraus ergibt. Ne? Wenn du beim Fußball eine rote Karte kriegst, wirst du dafür gesperrt. Ne? Wenn du einen Fehlstart machst, ich weiß mittlerweile beim ersten fast sogar schon, dann darfst du nicht mehr mitmachen. So, das sind Regeln, die sich der Sport selber gibt. So, und jetzt kann es natürlich sein, dass Dinge jetzt im Anti-Doping-Bereich durch eine zusätzliche strafrechtliche Normierung noch belangt werden können. Aber auch da wieder das Beispiel, die Blutgrätsche. Ja, die rote Karte aus dem Fußball ist grundsätzlich auch eine Körperverletzung. Ja, und auch eine gefährliche Körperverletzung möglicherweise, wenn du mit einem eisernen Stollen dem anderen den Oberschenkel aufschlitzt. Dafür wirst du dann 6 Wochen im Sport gesperrt. Aber das könnte, wenn das in einem anderen Kontext passiert, also außerhalb des Sports, in einer ähnlichen Situation, auch zu einer strafrechtlichen Verfolgung führen, die jetzt mal völlig losgelöst ist von dem sportrechtlichen Ausgang. Also da kann es sein, 6 Monate Sperre wegen dieser Blutgrätsche kann auch zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einer Geldstrafe im strafrechtlichen Verfahren führen. Aber nicht im normalen Spiel, sondern nur dann im Bereich der Freizeit. Ja, also grundsätzlich ist eine Körperverletzung eine Körperverletzung. Ne? Also wenn ich jemandem mit Absicht mit dem Stollen voraus den Oberschenkel aufschlitze, ist das egal, wo ich das tue, ob ich das auf dem Bolzplatz mache oder vor 80.000 im Stadion.
einen Tatbestand, indem ich dem anderen an seinem Körper verletze. Und so ist im Doping ja auch. Wenn ich eine Substanz im Körper habe oder beziehungsweise der Nachweis da ist, dass ich absichtlich oder beziehungsweise mit einem gewissen Vorsatz eine Dopingsubstanz genommen habe, sagt eben auch der Gesetzgeber seit einiger Zeit, seit 2015, das möchte ich unter Strafe stellen. Ich habe die Integrität des sportlichen Wettbewerbs, die möchte ich schützen, auch gesundheitliche Aspekte möchte ich in den Vordergrund stellen. Also das möchte ich in Deutschland gerne strafrechtlich belangt haben. Und das würde dann mit Staatsanwaltschaften und Gerichten auch verfolgen. Mhm. Und das kann dann durchaus dazu führen, dass es eine ganz andere Vorgehensweise ist als in dem Sportrechtlichen, wo durch ein Disziplinarorgan, durch die NADA hinterher festgelegt wird, was für eine Sperre dabei rumkommt. Die Erfahrung zeigt, dass die strafrechtlichen Ermittlungsverfahren fast oder sehr oft eingestellt werden, auch wenn es tatsächlich im sportrechtlichen Verfahren zu einer Sanktionierung kommt. Also gab es denn schon mal irgendein Beispiel, was da vor Gericht verhandelt wurde und weil es auch zu einer Verurteilung geführt hat? Wir haben im Bereich der Operation Adalas einen Arzt, der tatsächlich ja auch für einige Zeit unter Gitter kam, fast 4,5 Jahre. Und auf der anderen Seite haben wir es im Sport auch schon mit den Athletinnen und Athleten schon in Verfahren gehabt. Aber eine Sanktionierung ist meines Erachtens eine klassische Sanktionierung noch nicht erfolgt. Aber was wir gesehen haben, ist im Fall Felix Sturm. Also wenn du den Fall gesehen hast, da ging es ja um Steuerhinterziehung und auch eben um einen Dopingfall. Wurde er auch wegen Dopings bestraft, also im strafrechtlichen Verfahren. Also das hat auch hinterher Bestand. Es gab zwar Revision gegen die steuerrechtliche Geschichte, aber das Anti-Doping, der Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz wurde festgehalten. Also das hat das Gericht dann auch schon festgehalten. Aber es sind halt eher wenige Fälle, wenn man sieht, dass das Gesetz jetzt schon 5, 6 Jahre in Kraft ist. Ist natürlich auch schwierig dann für die Polizei immer wieder. Ja, du weißt es selbst. Ne? Du hast die Profession auch. Also von daher ist es halt immer die Frage, was kriegst du dann auch als Anlass? Was kannst du ermitteln, ne? Wenn du Durchsuchungsaktionen machst? Ja, wo gehst du hin? Wo kannst du durchsuchen? Also auch das ist halt eine hohe Hürde. Ne? Also es ist nicht so, dass wir sagen, wenn wir jetzt da müssen was gefunden, dann geh mal bitte lieber Staatsanwalt und dreh die Bude auf links. Da muss man schon sehr vorsichtig und sehr behutsam vorgehen. Aber es ist eben strafrechtlich bewährt. Also dadurch kann und das ist auch wichtig und gut so, der Staat auch eben eingreifen. Weil wir haben eben gesehen, dass also Netzwerke, gerade konspirative Netzwerke, gerade jetzt bei der Operation Adalas, durch den Sport alleine nicht mehr aufzudecken sind. Ja, da kommst du nicht hin. Ja. Wir haben Athleten dann zu testen, aber wenn die dann in ein Haus reingehen, wo du denkst, da werden sie sich jetzt vorbereiten auf ihren Wettbewerb und man weiß dann hinterher, nee, da sind sie reingegangen, weil ein Arzt da stand und hat einem Blut abgenommen oder reinfundiert. Dann kommst du da nicht mit einer Probe rein oder mit einer Kontrolle, da brauchst du dann die Staatsgewalt. Und das ist auch, finde ich, ein wichtiger Punkt und auch eine gute Ergänzung, eine Fortentwicklung des Systems. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, mal was ganz anderes, einfach mal vorwegzukommen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, jetzt auch als Jurist für die NADA zu arbeiten? Also welchen Bezug hast du zum Sport, welchen Bezug hast du zur NADA? Ja, also ich habe auch mit Fußball angefangen. Habe aber es auch nur bis zu einer Landesliga-Ebene geschafft. Das ist schon recht ambitioniert, aber es kamen dann einige Verletzungen hinzu, sodass ich dann irgendwann auch vor der Entscheidung stand, geht es dann eher Richtung Uni-Hörsaal, auch nach der Bundeswehrzeit, oder Richtung dann doch nochmal mehr Investitionen in den Fußball. Ich habe mich dann für das Studium entschieden hier in Bonn. Habe aber immer den Sport als eine wichtige Triebfeder auch für meine berufliche Ausbildung gesehen. Ehrgeiz im Studium, gerade im juristischen Studium, wo du ja auch viel alleine auf dich angewiesen bist, war dann auch schon eine wichtige Komponente. Und ich hatte auch immer, das Thema Sportrecht gab es vor vielen Jahren so in der Form noch nicht, so wie es heute gibt, auch mit Fachanwälten. Habe es immer so ein bisschen aufrechterhalten und dann durch Zufall mit einem Kollegen an der Uni, der hatte mir davon berichtet, dass bei der NADA in Bonn eben noch eine Stelle im Justizariat frei war. Und ich war gerade kurz im zweiten Staatsexamen und weiterhin sehr passioniert im Bereich Sportrecht. Und dann hat das gepasst und ich habe dann auch direkt mit einer Revision oder Überarbeitung des Regelwerks 2009 damals bei der NADA angefangen. Ja, und bin dabei geblieben und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das echt, echt wichtig ist. Auch dann eine juristische Expertise in so einer wirklich exotischen Materie reinzubringen, um dann auch wirklich eine Gleichheit sowohl in Deutschland, aber auch international zu erstellen. Wo denkst du, ist in Zukunft noch, insbesondere für die NADA, jetzt nicht unbedingt für die WADA, Potenzial zur Verbesserung?
Ach, vieles ist, glaube ich, gut. Ich glaube, den Dialog, den wir mit den Athletinnen und Athleten jetzt schon seit einigen Jahren machen, ist ein absolut wichtiger, damit wir einfach das, was wir tun, auch wirklich nicht an den Athletinnen und Athleten vorbei machen, sondern genau für sie. Ja, und da müssen wir uns auch weiterentwickeln. Da kommen Generationen nach. Du weißt ja auch, du hast bestimmt auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, boah, noch jung. Ja, so. Und die kommen dann auch, und auch mit einem ganz anderen Selbstverständnis. Ja, auch mit einer ganz anderen Art und Weise, Informationen aufzunehmen. Ja, digitaler, schneller, aber auch direkter möglicherweise. Ne? Also das haben wir auch gesehen. Und das ist sicherlich auch nochmal eine große Herausforderung für uns. Ne? Natürlich ist das Dopingkontrollsystem, das ist völlig recht, nur bedingt zu ändern, weil es ja international ist. Aber auch da lassen wir nicht locker. Ja? Also wir haben ja gerade auch in der Pandemie versucht, einfach mal dieses Hemmnis zu sagen, ja, können die Athleten jetzt nicht treffen, weil es eben nicht erlaubt ist. Wie kriegen wir das möglicherweise anders hin? Haben dann durch ein Remote-Testing also wirklich auch Gelder investiert, indem wir auch datenschutzsicher und rechtlich sicher möglicherweise so eine Situation kreieren, wo wir gar nicht mehr den unmittelbaren Kontakt benötigen möglicherweise. Ne? Das also durch ein digitales Device, durch das Zusenden von Anti-Doping-Equipment die Probe gemacht werden kann. Ne? Also alles das ist für uns sicherlich ein ganz, ganz spannendes Feld. Aber immer, und das ist die Basis, immer mit dem Athleten, mit der Athletin, damit wir nicht irgendwann das Gefühl haben, das läuft völlig in die falsche Richtung. Wichtig ist die Akzeptanz. Natürlich, wenn man einen Dopingverstoß aufdeckt, die Akzeptanz bei demjenigen oder derjenigen wird eher überschaubar sein. Aber auch da versuchen wir, fair zu bleiben, auf Augenhöhe zu bleiben, gerecht zu sein. Auch wenn es am Ende des Tages dann dazu kommt, dann auch eine Sperre zu akzeptieren oder eine Sperre dann auch umzusetzen. Aber wie gesagt, es macht weiterhin Spaß, das Team macht es gerne. Also das ist immer mir auch persönlich sehr wichtig, dass wir ein Team haben, die das auch ein bisschen mit Enthusiasmus machen. Ich frage als erstes immer im Vorstellungsgespräch, welche Sportart machst du? Oder ja, was ist so die Sportart, damit man so ein bisschen auch weiß, dass der Sportkontext immer damit reinnimmt. Und das ist völlig egal, ob du bei uns in der Verwaltung arbeitest, im Ja. Kontrollsystem oder in der Medizin. Eine letzte Frage hätte ich noch an dich, und zwar eine persönliche. Ja. Und zwar, du arbeitest für die NADA. Letzten Endes, dein Job ist es, Kontrollen durchzuführen oder zumindest zu veranlassen. Und letzten Endes auch, das Ganze beruht ja darauf, dass man auch Leute erwischt. Freust du dich dann, okay, mein Job ist jetzt gesichert, wir erwischen ab und zu mal ein paar Menschen, weil letzten Endes wäre es ja dann irgendwo eine Hexenjagd, wenn ich jetzt 3 Jahre lang niemanden mehr erwische und denke so, wow, okay, wir haben jetzt 10.000 Kontrollen durchgeführt, aber es ist niemand dabei. Also, wie stehst du dazu? Also, würdest du sagen, okay, wir brauchen die Menschen, die wir auch erwischen, damit unser Job gesichert ist und auch weiterhin zukunftsfähig ist? Nein, ich freue mich daran, wenn wir jungen Leuten eine Sicherheit geben, dass wir halt eben da sind, dass wir Kontrollen machen, dass wir ihnen das Gefühl geben, dass wenn da jemand betrügt, dass wir da hinterher sind. Das ist für mich der Anlass und der Anreiz, warum ich das mache. Ich möchte den Sport schützen. Ich möchte den Sportlerinnen und Sportlern die Möglichkeit geben, so wie ich auch selber Sport mitbekommen habe. Für mich war das nie ein Thema. Ich bin immer hingegangen, ich war abgedacht, okay, mein Gegenüber spielt fair. Und ich wäre wahnsinnig geworden, wenn ich von vornherein gewusst hätte, nee, der spielt nicht fair. So. Definitiv, ja. So, und das ist der Antrieb, wo ich sage, das möchte ich bewahren, das möchte ich meiner Tochter mitgeben auf dem Weg, Werte mitzunehmen, weil ich weiß auch, dass es unheimlich schwer ist, in der aktuellen gesellschaftlichen Lage überhaupt Werte zu vermitteln. Und der Sport ist nach wie vor ein hervorragendes Feld dafür. Leistungssport mal auf einer anderen Ebene, da bist du irgendwann dann, das weißt du selber, dann auch mit anderen Dingen beschäftigt. Aber gerade der Sport als Einstieg in gesellschaftlichen Diskurs, in Zusammenleben, immer zurückstecken, aber auch möglicherweise auch was gewinnen oder mal verlieren, das finde ich so wichtig und das ist halt genau das, was mich eintreibt. Die NADA wird es meines Erachtens auch dann geben, wenn wir statt 80 Fälle im Jahr, die wir behandeln, nur 10 hätten oder mal ein ganzes Jahr lang keinen. Dann wird es die NADA trotzdem geben, weil ich davon überzeugt bin, dass in dem Moment, wo es uns nicht mehr gäbe, dann auch wieder eine komplette offene Situation da ist und Leute möglicherweise auch gezwungen werden, was zu machen, was sie nicht wollen. Weil sie wissen, die anderen machen es eben auch. Und ich kann nicht mithalten, wenn ich das nicht auch tue. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Und deswegen nein. Also ich freue mich nicht. Im Gegenteil, ich freue mich immer, wenn ein Sachverhalt tatsächlich umfassend gelöst wird. Ich bin auch dahinterher, wenn ich sehe, boah, das stimmt irgendwas nicht. Das kann nicht sein. Ne? Also, oder das ist nicht normal. Ja? Also natürlich muss man sich erstmal mit demjenigen beschäftigen und man kriegt ja erstmal einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt mit und kommt mit einer Person möglicherweise zu einer Zeit in Kontakt, wo es extrem Druck drauf ist. Ne? Das ist ein positives Analyseergebnis, da muss man sich jetzt rechtfertigen. Geld ist da kein, boah, wie geht das? Aber trotzdem möchte ich den Fall verstehen. Ich möchte am Ende des Tages auch nachvollziehen. Ich habe das auch in Verfahren gehabt, auch nach Situationen, wo ein Athlet freigesprochen ist, dass ich mir auch mal hingefahren bin zum Athleten und habe gesagt, okay, ja,
sorry, wenn das so am Ende des Tages jetzt rumkam. Ja. Es ist unser Job, anzuklagen, ein Stück weit dann auch dieses Verfahren voranzubringen. Aber wenn am Ende des Tages ein Freispruch rausgeht, akzeptiere ich das auch, da bin ich sportlich genug. Ich gehe da auch hin, höre mir nochmal an, was dann möglicherweise dann die Restriktionen waren, die man während der Zeit erlebt hat. Also das ist mir dann eben auch schon wichtig. Andererseits, wenn ich das Gefühl habe, wir werden verarscht, ja, also auf gut Deutsch in verschiedensten Sachen, dann kann ich auch schon fuchsig werden. Und dann finde ich das auch nicht so richtig gut und da bin ich dann auch hinterher, damit das auch entsprechend sanktioniert wird. Dankeschön. Gerne.